Ich will trotzdem noch mal bei den Protesten einmal bleiben, denn es blieb ja nicht nur bei Tennisbällen und ferngesteuerten Flugzeugen im Stadion, sondern man konnte auch Dinge wie das hier sehen, nämlich das ist ein Plakat, so, das sollen Sie sein, Herr Kind, und ein Fadenkreuz auf Ihrem Gesicht. Sie haben Anzeige erstattet. Das waren Hannover 96-Fans, die das gemacht haben. Wie viel Lust hat man eigentlich, wenn solche Plakate in der Kurve sind, noch sein eigenes Geld in so einen Verein zu stecken? Die Frage ist berechtigt. Keine Frage. Aber das ist ein Thema, das in Hannover länger als ein Jahrzehnt läuft. Ich kenne also das Umfeld, ich kenne die unterschiedlichen Positionen. Aber jeder Verein hat eine andere Historie. Ich könnte nur die von Hannover 96 beschreiben. Der Verein war insolvent und es gab einfach neue Herausforderungen. Aber was macht das mit Ihnen, wenn Sie im Stadion sind? Ich nehme das kaum noch zur Kenntnis. Das ist, glaube ich, der liebe Gott hat mir da gute Gene mitgegeben, dass ich mich damit nicht noch zusätzlich belaste. Aber es ist natürlich nicht akzeptabel. Das muss man auch so deutlich sagen. Herr Kühnert, Tennisbälle okay, solche Plakate auch? Also ich fühle mich als Fan, und ich kann da wirklich nur für mich sprechen, durchaus solidarisch mit dem Protest und seinem Grundgedanken. Damit kann ich was anfangen. Da finde ich auch viele meiner Sichtweisen wieder. Ich finde als Fan, aber auch als Politiker, der in seinem Bereich auch solche Erfahrungen macht, solche Ausdrucksformen mit Fadenkreuzen und Ähnlichem, das geht überhaupt gar nicht. Ich finde, das überschreitet eine Linie. Ich glaube auch im Gegensatz zu den Tennisballprotesten und der Grundbotschaft, die aus meiner Sicht einen mehrheitlichen Rückhalt auch in vielen Stadien haben, hat diese Ausdrucksform keinen mehrheitlichen Rückhalt in den Stadien. Und nicht jeder, der sowas hochhält, mag damit meinen, dass man Herrn Kind physisch angreifen sollte. Aber es reicht einer, der sich am Ende dadurch ermutigt fühlt, sowas tatsächlich zu machen. Und ich möchte nicht, dass wir in der Gesellschaft an einem Punkt ankommen, wo wir unsere Konflikte, ob sie politisch sind, ob sie vereinspolitisch sind, dass wir die auf so eine Art austragen. Ich glaube, man kann den Konflikt gut führen ohne das. Herr Kessen. Da ist sicherlich viel Wahres dran. Ich will gar nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt gerade nur dieses Bild hier sieht, dann verengt man die Darstellung. Denn das, was man dort in der Kurve von Hannover 96 sehen konnte, das war ja mehr als nur dieses Plakat. Es gehörten dazu zum einen noch zwei weitere Plakate auch dieser Art. Also noch mehr Fadenkreuze. Noch mehr Fadenkreuze, allerdings mit den Köpfen der jeweiligen CEOs von Blackstone und CVC. Das ist und okay. Darüber, ich bin noch nicht fertig. Und darüber hinaus waren dort Spruchbänder zu sehen, die nämlich genau diesen sogenannten Drei-Stufen-Plan des DFB, der jetzt aktuell angewendet wird, wenn die Spiele unterbrochen werden, führt zu weit, das jetzt in Detail auszubreiten. Jedenfalls diesen quasi zitiert haben. Dort steht drin, bei personifizierter Gewaltandrohung muss ein Spiel unterbrochen werden. Und es stand auch mit drunter Spielunterbrechung jetzt. Das heißt, in diesem Fall geht es nicht darum, Herrn Kind zu bedrohen, sondern das Gesamtgebilde muss gesehen werden. Und da ging es darum, einfach nur das Spiel unterbrechen zu lassen durch den Schiedsrichter. Mhm. Bitte. In dem Gesamtkontext okay solche Plakate? Nein, ich bin auch der Meinung, dass dieses Bild des Fadenkreuzes, was ja auch im Fußball eine Historie hat und nicht zum ersten Mal Thema ist, definitiv zu aggressiv ist in der Bildsprache und zu extrem. Ich glaube, dazu muss man vielleicht auch erwähnen, dass die Fans sich nicht zwingend einen Gefallen damit tun, weil es ohnehin das recht weit verbreitete Narrativ, was aus meiner Sicht nicht der Wahrheit entspricht, gibt, dass die aktiven Szenen eine radikale Splittergruppe seien, mit der man sich sowieso nicht an einen Tisch setzen könne. Und je aggressiver die Bildsprache wird oder je offensiver man über Banner, über Protestformen, über was auch immer, und da nehme ich jetzt die Tennisball und all die anderen Protestformen raus, die sehr, sehr friedlich sind und meines Erachtens nach auch ein Paradebeispiel für friedlichen Protest waren. Je aggressiver man in das Ganze reingeht, desto eher füttert man dieses Narrativ, dass man sich mit den aktiven Fans, mit Ultras nicht an den Tisch setzen könnte, dass es Chaoten seien, mit denen man sowieso nicht diskutieren könnte, was viele Entscheider im deutschen Fußball definitiv propagieren. Und da erweist man sich in den aktiven Szenen mit Bannern, wie die für zum Beispiel Fadenkreuze zeigen, teilweise vielleicht sogar einen Bärendienst. Ist ja schon interessant, dass es um eine Abstimmung bei der Deutschen Fußballliga geht, aber der Protest sich dann so auf Sie, Herr Kind, fokussiert. Warum das so ist, das frage ich jetzt mal meinen Kollegen von der Sportschau. Herzlich willkommen, Markus Bark. Schön, dass Sie in der Sendung sind. Herzlich willkommen.
Recherchieren das ja schon seit Wochen, begleiten das Thema ganz eng. Als Journalist für die Sportschau auf sportschau.de kann man da auch echt detailliert nochmal nachlesen, was Sie alles schon rausgefunden haben. Von 36 Vereinen haben 24, das sind 2/3, für den Einstieg der Investoren gestimmt. Warum richtet sich der Zorn der Fans so gegen Martin Kind? Ja, der Herr Kessen hat es ja eben schon angedeutet. Es geht auch natürlich um den Investor, aber es geht jetzt um was Übergeordnetes und das ist 50+1. Und wenn wir von roten Linien, die DFL spricht gerne von roten Linien, 50+1 ist für die deutsche Fanszene eine rote Linie, an der schon gekratzt wurde. Aber wenn das weitergeht, dann wird der Protest nie aufhören. Können Sie noch mal, ich glaube, das können wir nicht oft genug wiederholen, kurz erklären, was 50+1 ist? 50+1 besagt im Grunde genommen, dass der Mutterverein, der Stammverein, der eingetragene, durch Mitglieder getragene Verein das Sagen haben muss, auch wenn die Kapitalseite viel Geld da reingestopft hat. Und es gab ja bei der Abstimmung, und deshalb gibt es ja die Diskussion um Herrn Kind, es war eine geheime Abstimmung, aber der Hannover 96 e.V. hat ihn angewiesen, mit Nein zu stimmen. Nach dem Geist der 50+1 Regel hätte Herr Kind mit Nein stimmen müssen. Er sagt nicht, wie er gestimmt hat, geheime Wahl. Aber deshalb fordern ja jetzt auch viele eine weitere Abstimmung, eine transparente Abstimmung, wo klar ist, hat Herr Kind mit Ja oder Nein gestimmt? Wenn er mit Nein gestimmt hätte, wie es der Verein ihm angewiesen hätte, wäre der Deal zum zweiten Mal geplatzt. Und ich glaube nicht, dass es bald einen neuen gäbe. Warum sind Sie sich da so sicher, dass der Deal dann geplatzt wäre? Wissen Sie von den anderen Vereinen, wie die gestimmt haben? Sehr viele haben es veröffentlicht, also transparent, weil sie gesagt haben, das sind wir unseren Mitgliedern schuldig. Es gibt einen Verein, der 1. FC Kaiserslautern, der hat es nicht veröffentlicht. Da haben allerdings auch Recherchen ergeben, dass er mit Nein gestimmt hat. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt bei Herrn Kind eine Ja-Stimme heraus. Das kann man ihm nicht unterstellen. Er sagt ja selber, es ist geheim. Er prangert sogar andere Vereine an und sagt, das ist unprofessionell, sein Stimmverhalten. Wir fragen ihn das auf jeden Fall gleich auch. Trotzdem noch mal, warum sind die Fronten so verhärtet? Gab es Fehler, die die DFL gemacht hat? Ich denke schon, bei der Abstimmung im Mai vergangenen Jahres, die geplatzt ist, haben sogar die Vereine selber gesagt, wir wurden nicht richtig mitgenommen, wir wurden nicht richtig informiert. Wir hatten beispielsweise in der Sportschau ein Dokument vorliegen, da stand drin, es gibt ein Vetorecht für den Investor bei besonders wichtigen Entscheidungen. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und es gab sogar Vereinsvertreter, die darüber erstaunt waren und sagten, das wussten wir nicht. Die Kommunikation wurde kritisiert und es war damals die besondere Situation, dass wir eine Interimsgeschäftsführung in der DFL hatten. Das heißt, jeder wusste, im Sommer sind die beiden Geschäftsführer eh weg. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus und deshalb haben auch mehr Vereine dafür gestimmt, denke ich. Dann werden wir doch jetzt mal Martin Kind fragen, ob er uns verrät, wie er gestimmt hat. Vielen Dank, Herr Wack. Danke, schön, dass Sie da sind. Herr Kind, wir können das Ganze jetzt abkürzen. Wie haben Sie gestimmt? Also lassen Sie mich einiges anmerken. Ich habe ein anderes Demokratieverständnis. Ich habe auch ein anderes Verständnis für Spielregeln. Die DFL hat eingeladen. 8 Wochen später etwa fand die Mitgliederversammlung statt. Keiner dieser Vereine hat jeden Antrag gestellt, dass öffentlich abgestimmt wird. Sie haben es akzeptiert. So ist es auch erfolgt. Danach gab es sogar noch einmal eine Möglichkeit einer Einspruchsfrist. Auch die wurde nicht wahrgenommen. Und dann unter dem Druck oder warum auch immer haben dann Vertreter vom Verein sich öffentlich geäußert. Ich lehne das ab, um das ganz deutlich zu machen. Und die letzte Anmerkung, ich will mich an den Spekulationen gar nicht erst beteiligen. Aber ich weiß, weil es dort auch gesagt wurde, Freiburg hat im ersten Abstimmungsvorgang damals bei 2 Milliarden zugestimmt. Freiburg hat bei der zweiten Abstimmung abgelehnt. Das heißt, es haben 2 Stimmen gefehlt. Jetzt könnten wir gemeinsam spekulieren, wo kommen denn die Stimmen her? Ich will mich an dieser Diskussion gar nicht erst beteiligen. Mhm. Also wir haben Spielregeln, die sind beachtet. Und das Letzte, jeder Verein hat nur eine Stimme.
Das ist das eine. Das zweite, das haben Sie schon gesagt, zwei Drittel, und das, wer weiß, wie Wahlvorgänge stattfinden, Sie wären glücklich, wenn Sie zwei Drittel Mehrheit hätten. Also zwei Drittel Mehrheiten, das ist eine außergewöhnliche Situation. Die findet man selten vor, das muss man deutlich sagen. Es kam ja trotzdem womöglich auf Ihre Stimme an. Jetzt hat das weiß ich nicht, es kann auch andere sein. Ja. Weil wir wissen doch gar nicht, wie wirklich gewählt wird. Vielleicht haben einige gesagt, sie haben dagegen gestimmt, haben vermeintlich dagegen gestimmt, will ich es mal so umschreiben. Ja. Also ich will mich an diesen elenden Spekulationen nicht beteiligen. Sie bringt nichts. Sie könnten die Spekulationen ja ganz schnell gehen. Ich habe doch gesagt, ich halte mich an die Spielregeln. Ich frage Sie einmal anders. Nämlich Ihr Verein Hannover 96 hat Sie ja angewiesen, bei der Abstimmung mit Nein zu stimmen. Ja. Können wir dann also eigentlich einfach davon ausgehen, dass Sie mit Nein gestimmt haben? Ich will das so beantworten. Wir haben einen Vertrag, ich möchte jetzt nicht über 96 reden, weil wir haben eine sehr spezielle Situation. Da müssten Sie sich mal den 96-Vertrag, ich glaube, es ist öffentlich, dann wissen Sie, was in diesem Vertrag geregelt ist. Wir gehen davon aus, dass wir die 50-plus-1-Regel beachten unter Berücksichtigung dieses 96-Vertrages. Genau. Das ist meine Antwort. Frau Suis, nochmal, Sie könnten doch die Situation komplett entschärfen, Herr Kind, wenn Sie einfach sagen... Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden. Was haben Sie gesagt, nochmal? Naja, Herr Kind hat eigentlich gerade die Möglichkeit, sehr einfach sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden. Denn all das, was gerade läuft, egal ob man jetzt Pro- oder Kontra-Investor ist, muss man natürlich sagen, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind. Das schadet schon dem deutschen Fußball massiv. Und ich glaube, da reden wir nicht über ein paar Tennisbälle, die das Ganze jetzt noch abmildern können, sondern letzten Endes reden wir darüber, ob Herr Kind mit Ja oder mit Nein gestimmt hat, ob er sich die Weisung des EV gehalten hat oder nicht. Was ändert es? Dann hätten wir zumindest Gewissheit, weil das ist ja das, was eigentlich hinter den Protesten steckt und hinter dem, was kritisiert wird, dass die demokratische Akzeptanz nicht gegeben ist oder zumindest massiv angezweifelt wird, insbesondere aufgrund Ihres Verhaltens und, wenn ich das so sagen darf, Ihrer Rumeierei in der Diskussion danach. Ja, okay, ich nehme es zur Kenntnis. Ja, dann jetzt hat Herr Kästner ja gesagt, Sie eiern rum in der Diskussion danach. Sie könnten es ja auch einfach klar sagen und uns jetzt einmal verraten, ob Sie mit Ja oder Nein gestimmt haben. Sie können es gerne nochmal versuchen. Ich lasse die Sendung damit. Ich lasse es erkennen. Ich erforsche es. Macht keinen Sinn. Viel spannender wäre es ja, in die Zukunft zu gucken und zu fragen: Das war eine geheime Abstimmung. Jetzt könnte es zu einer erneuten Abstimmung kommen. Die könnte dann auch offen sein. Wären Sie dafür? Das entscheidet die Geschäftsführung und das Präsidium der DFL. Dass Sie das entscheiden, ist gleich. Wir wissen, ob Sie das gut fänden. Ich bin da offen für. Wenn das kommt, ist es so. Da mache ich mir gar keine Gedanken zu. Wie würden Sie denn bei einer offenen Abstimmung abstimmen? Warten wir doch ab. Warten wir doch mal, wie die Regelung wirklich aussieht. Wer kennt sie doch noch gar nicht. Ja, warten wir doch einfach mal entspannt ab. Ich weiß sowieso nicht, was die Diskussion soll. Das Ergebnis steht, die Entscheidung steht. Und jetzt ist die Geschäftsführung und das Präsidium der DFL gefordert, Verhandlungen mit den Investoren zu führen. Warten wir mal ab, welche Ergebnisse und ob es überhaupt welche gibt.